Das zweite Radfest Kloster Neuburg stand heuer ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen. So startete das Programm mit einer Kittigelmess, einer Radparade für eine kindgerechte Gestaltung des öffentlichen Raums. Das Organisationsteam freut sich sehr, dass auch Florian Klein mit dabei war. Er hat die Kittigelmess nach Österreich geholt und wurde dafür vom neuen Maskottchen der Radlobby Kloster Neuburg geknuddelt. Und zwischen Drache und Helmi stimmte die Chemie natürlich auch. Großes Lob gab es für das Gymnasium und sein Bikeline-Projekt, bei dem die Jugendlichen die meisten Kilometer mit dem Rad zur Schule zurückgelegt haben. Auch wenn die Bedingungen dazu nicht überall ideal sind. Ich fahre von Kirling aus und da gibt es dann auch eine Stelle, wo halt sehr viele Stoppstellen sind. Und das ist auch nicht so toll für Radfahrer, weil die dann dreimal hintereinander in sehr kurzen Abständen immer wieder stoppen müssen. Obwohl da eh am Tag vielleicht drei Autos fahren. Mit Unterstützung von Radland Niederösterreich erstellte das Kuratorium für Verkehrssicherheit den österreichweit ersten Radschulwegplan für die Mittelschule Langstögergasse. Das ist der erste Radschulwegplan in Österreich. Also das ist die Premiere. Was? Sind Sie eingebunden worden in die Erstellung des Radland-Radwegplans? Ja, natürlich. Ja. Auch die Schülerinnen und Schüler. Das ist aber gut. Da gab es einen Fragebogen. Und Nachbesprechungen bezüglich der Gefahrenzonen. Und wir hoffen, dass der richtig angenommen wird und möglichst viele in die Schule radeln. Währenddessen wurde auf der BMX-Rampe von Senats School to Rock bereits fleißig geübt. Und für Menschen, die nicht so fit sind, gibt es ab sofort kostenlose Rikscha-Fahrten. Radeln ohne Alter ist ein weltweiter Verein, der sich weggemacht hat, mobilitätseingeschränkte Menschen, also alte Menschen, Menschen aus der Sonderschule zu ermöglichen, ihre Mobilitätsreise zu erhöhen, Ausflüge zu machen. Ihr ruft uns an und wir organisieren unter den Piloten, Pilotinnen eine Fahrt. Wolltest du immer Rikscha-Pilot werden? Nein, nicht immer. Seit dem Schulfest, da wurde uns das ganze Projekt vorgestellt und das hat uns sofort motiviert, dass wir hier mitmachen. Viel Applaus und kleine Preise gab es für die Volksschulkinder, die sich am Kreativwettbewerb beteiligt haben. Ich wollte mich bedanken und zwar für die wunderbaren Ideen, die ihr eingebracht habt. Ich habe gelesen, Kloster Neuburg 2030, mehr Radfahrer, keine Autos mehr. Wenn wir mal sehen, das ist ein hohes Ziel. Und dann habe ich gelesen, eine autofreie Woche in Kloster Neuburg. Naja, ob wir eine ganze Woche schaffen, aber wir können ja alle mal mit einem Tag beginnen. Dass das Radfest gemeinsam veranstaltet wird, das ist eigentlich dem Thema an sich geschuldet. Dass man sagt, Radfahren muss nicht immer gleich politisch sein. Und die Radlobby verdient die Unterstützung für dieses Fest, denn sie arbeiten hier das meiste. Dafür herzliches Dankeschön. Für die Radlobby ist es natürlich immer ein politisches Thema. Und auch das Radfest ist für uns politisch, aber die Radlobby tut alles für das Fahrrad, für den Radverkehr. Und es ist nicht immer alles Verkehrspolitik. Wir sind sehr, sehr glücklich mit der Zusammenarbeit mit der Gemeinde und wie sich die entwickelt hat in den letzten Jahren. Ist ja nicht so, dass wir nur gemeinsam das Radfest machen, sondern wir haben andere gemeinsame Aktivitäten bereits gehabt, wie zum Beispiel im Amtsplatz die Kampagne fürs Radfahren. Oder die Radlobby wird ganz viel eingebunden, auch bei der Verkehrsplanung. Kann man sowas machen, einen autofreien Tag in Kloster Neuburg? Na, es wäre zumindest spannend, würde ich sagen, denn es geht ja um den persönlichen Verzicht. Das heißt, den Wochentag müsste man mal festlegen. Ich glaube, da kommen ein paar in Frage. Unter der Woche wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, der Grundsatzbeschluss, der am 16.12. ja fast als Weihnachtsgeschenk im Gemeinderat beschlossen worden ist, glaube ich, ein starkes Statement nach außen, dass Fahrradfahren eine klimafreundliche Fortbewegungsart ist, eine Mobilität, die gefördert gehört. Diese Kreuzung bei der Medekstraße, Karl-Domanik-Gasse, das ist das neuralgische Teil, das eben die untere Stadt bzw. Kautekviertel, Medekviertel, unterer Ölberg gut verbinden würde mit der oberen Stadt. Und aufgrund des hohen Verkehrs auf der Bundesstraße ist es natürlich so, dass das ein ganz entscheidender Punkt sein wird, damit sich die Leute darüber trauen und dann auch eben umso mehr diese Wege fahren.
ganz speziell drückt ein Schuh den Weg ins Kirlingtal ab, den wir uns als durchgängigen Radweg nach Cooking zum Institute of Science and Technology wünschen. Das tut wirklich weh, dass wir da diesen Lückenschluss noch nicht haben. Ein paar gute Flaschen Wein würde ich ins Rennen werfen. Wenn wir es heuer schaffen, an den Anschlussstücken, an denen ja schon gearbeitet wird, dann durch den Park zu fahren. Für Klosterneuburg wären das also 1,5 Millionen pro Jahr, die wir investieren müssten. Also das ist nach wissenschaftlichem Stand das Geld, das es braucht, damit wir diese ehrgeizigen Ziele vom Stadtentwicklungskonzept wirklich erreichen. Und andernfalls wird es nicht passen. Also in den Zielen sind wir uns einig, nur leider werden die halt in den allermeisten Fällen nicht eingehalten. Und das ist verständlich, dass es einfacher ist, Dinge zu versprechen, als sie einzuhalten. Da legt die Radlobby den Finger in die Wunde und das tut natürlich weh. Und ich nehme das auch vorhin, diese 1,5 Millionen und dergleichen. Wir dürfen da nie vergessen, welche Töpfe sind es wirklich. Es ist Bund, Land, Gemeinde. Aber wir nehmen von allen Geld, um weiterzubauen. Ich glaube, es ist viel Papier produziert. Es ist viel nach außen gesagt worden, in Worten. Ich glaube, wir müssen, und ich bin überzeugt, und das ist auch mein Antrieb, als Ausschussvorsitzende für Mobilität und Verkehr, da ist ja schon das Wort vorangestellt, dass wir diese Mobilität ja auch haben wollen, dass wir ins Tun kommen müssen. Also das ist mein Wunsch, ins Tun zu kommen. Nicht alles ist politisch. Dafür ist es hilfreich bei kleinen Radwehwehchen, lehrreich bei den Self-Repair-Workshops oder kalorienreich. Gegen Letzteres hilft bekanntlich Bewegung. Sei es bei der Fitnesseinheit des Happylands oder zur Verkürzung der Pause bei der School to Rock. Seit 2022 ist Klosterneuburg Teil der CHEM Zukunftsraum Wienerwald. CHEM steht für Klima- und Energiemodellregion. Und zum Klimaschutz gehört natürlich auch das Radfahren. Daher ergriffen auch Herwig Kohler, CHEM-Manager des Zukunftsraums Wienerwald, und Rupert Wicherer, Manager der CHEM Tulnerfeld Ost, das Wort. Nicht erst warten, bis Radwege gebaut sind, sondern einfach einmal selber aufs Radl steigen, würde ich empfehlen. Ich fahre selber jetzt, wo es wieder schöner wird und ich endlich wieder gesund wird, von Wien nach Klosterneuburg. Ich habe nicht immer einen perfekten Radweg von mir, er ist zwar schön oder Ton, aber trotzdem sind manchmal kritische Stellen. Ich lasse mich davon nicht abbringen. Und das möchte ich an alle hier mitgeben. Je mehr Radfahrende auf der Straße zu sehen sind, desto eher ist die Politik noch gefordert, dem entgegenzukommen und für Sicherheit am Straßenverkehr zu sorgen. Ich weiß, es ist manchmal unangenehm, vor allem für Kinder ist es natürlich besonders kritisch, die auf die Straße zu lassen. Aber ich finde, einfach aufs Radl setzen und öfter mal fahren, tut dem Erscheinungsbild in der Stadt nicht schlecht, weil dann sehen die Autofahrer auch, dass es Radfahrer gibt und dass man sich dem entsprechend verhalten muss. Unsere CHEM-Region ist unter anderem deswegen entstanden, weil Gemeinden sich bündeln wollten im Bereich Straßenbeleuchtung, gemeinsam zukaufen, umrüsten auf LED, das war das eine Hauptprojekt. Und das zweite Hauptprojekt war die Radwegeinfrastruktur. Durch unsere Region geht der Donauradweg genauso wie durch eure auch durch, das ist super. Allerdings innerörtliche Radwege, die Verbindung zwischen den Gemeinden, da war noch ziemliches Malus sozusagen in der Region. Mein Wunsch sozusagen, auch die schwierigen Wege in Angriff zu nehmen, daran zu denken, was wird dann auch wirklich genutzt, weil es bringt nichts, irgendwo rein zu investieren in etwas, wo dann die Leute erst recht woanders fahren. Und ein Beispiel wäre, ich habe gehört aus dem Konzept jetzt, dass nach Kirling das erweitert wird, natürlich eine Verbindung Richtung St. André-Wörth dann durch die Hagenbachklamm, die ist sicher schwer, aber wäre natürlich eine richtig geile Sache. Das Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen brachte den einen Glück und unseren Glücksfeen eine Menge Arbeit. Auch heuer gab es auf dem Rathausplatz ein reichhaltiges Angebot an Informationen, an Testmöglichkeiten sowie an nützlichen und schönen Dingen zum Kaufen.
Radlobby-Zelt ging es dann doch wieder politischer zu. Zahlreiche Gäste hinterließen auf einem Fragebogen ihre Meinungen zum Radfahren in Klosterneuburg. Bei Eva Seibold von der Verkehrswende Tulln-Klosterneuburg konnte man erfahren, wie man als Initiative Verbesserungen erreichen kann. Ich berate hier zu Verkehrsverhandlungen, wie sowas abläuft. Wir sammeln auch wieder Unterschriften für den Hagenthal-Radweg, da ist unsere Unterschriftenliste. Und hier kann man zum Beispiel sehen, was wir schon alles erreicht haben. Am Ende der großen BMX-Show, der School to Rock, dürfen auch die Coaches und Senat Krausic ihm selbst zeigen, was sie drauf haben. Unser letzter Applaus ist der Applaus, den wir stehen dem Publikum geben. Und das darf die Stadtgemeinde filmen.